So, Fortsetzung. Also der SD-Speicher war jetzt gerade voll. Ich müsste erstmal wechseln. So, wir sind also jetzt etwas weiter gerückt. Also hier hatten wir unterbrochen hier an der Stelle. Wir haben also ein paar blaue Kerzen gesehen. Wir haben jetzt nochmal eine kurze rote. Ich würde sagen, wenn wir hier bei 100 sind, würde ich jetzt erstmal wieder beenden. Ja. 80, 96, ich denke mal, wir sind nicht gierig. So. Jetzt haben wir hier noch die 18,40 € stehen im S&P. Ja, hier ist nichts los. Hier ist die harte Grenze, hat man schon gesagt, wollten wir nicht im Markt bleiben. Ja, also hier lohnt sich momentan nichts zu machen. Long gehen, weiß nicht. Müsste ich erstmal wirklich was sehen hier. Ich nehme mal an, dass das sich hier noch ein bisschen ausruht. Durchaus möglich, dass das hier so eine Länge hat. Wir sind ja in 5 Minuten. Ich gehe mal runter, mal sehen, ob wir hier im 1-Minuten-Chart was sehen. Also wenn es Sinn macht, dann hoch, aber dann bitte von unten einsteigen, von hier. Ja. Hier, das macht keinen Sinn. Also jetzt hier einsteigen, da wird man sicherlich nur zusetzen. Und nach unten gehen würde ich jetzt auch nicht. Weiß nicht, ich habe ja da irgendwie kein gutes Gefühl, weil wir stehen ja, wir gucken mal in den Stundenchart rein, wir stehen ja schon an einem Minimum. Ja. So. Also so richtig Spaß macht das nicht. Ich lösche mal hier noch die grauen Linien raus. Die sind sicherlich noch, werden es erstmal nie wieder gebraucht. So. Ich lege mal hier was rein, also als Widerstandslinie. Gut. Also das heißt, so eine graue Linie ist immer Hinweis darauf, dass man mal nachguckt, ob von höheren Zeitebenen da was vorliegt. Ja, das ist ja weit oben, ne? Also hier oben müsste man dann mal aufpassen, wenn eine graue Linie hier vorbeikommt. Gut. Schöner wäre natürlich, wenn man hier in der Handelsplattform hier Bemerkungen reinmachen könnte. Also Stundenchart, Widerstand. Ja, hier. Und zwar, die waren die ganze Zeit hier an der Reihe, ist hier runtergesackt. Wenn der hier wieder hochläuft, hat er hier einen Widerstand, weil die hier alle Stops haben hier an der Stelle. Ja, die sind alle irgendwie Kaffee trinken gegangen, haben gesagt, das geht sowieso bergab. Hier unten ist mein Take Profit, aber dass dann natürlich hier unten nicht ankommt, sondern dass der rückwärts läuft, sehen sie ja nicht, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Ne? Aber die meisten arbeiten ja mit programmierten Trades, also die werden eben machen ihr Setup, machen sich die Starts und die Stops rein und ja, lassen es dann gut sein. Ne? Irgendwann werden sie dann feststellen, entweder kleiner Verlust oder großer Gewinn. Also die sind dann immer so gesetzt, die Setups, dass die Gewinnzone doppelt so groß ist wie die Verlustzone. Und wenn er eben in die Verlustzone reinläuft, ja, dann passiert das halt mit. Ne? Das ist mit einkalkuliert. Man muss es bloß klein halten. Also man kommt nicht ohne Verlierer aus. Geht einfach nicht. Ja, und aber man muss eben sehen, dass die Verlierer nicht klein sind. So, wir zeigen erstmal die Tabelle von heute Vormittag. Da liegen wir ja hier bei 466. Wir könnten also jetzt hier den neuen Wert reintragen. Wir müssten jetzt nur hier die 20 € noch abziehen. Ich habe aber nicht unbedingt Lust, jetzt hier die Position klarzustellen. Nicht hier unten. Also ziehen wir nochmal die 47 raus und schreiben mal die 14.800 hier ran. Erstmal. So, also. Bloß auch mal, dass wir hier ein bisschen Zwischenergebnis sehen. Jo, und dann werde ich die Formel gleich mal ändern in B8. Da muss ich es nämlich nicht immer runterkopieren. Ja, genau. Und da haben wir jetzt hier auch die Performance liegt über 14. Ne? 14 ist so meine Standard-Performance. 7 ist ein schlechter Tag. 14 ein guter Tag. Ist also heute ein sehr guter Tag. So, gucken wir mal rein. Ja, ne? Kann man schon zufrieden sein. Wir könnten mal schon wieder eine neue Zeile anlegen. Wir müssen natürlich hier die Uhrzeit auch noch ein bisschen anpassen. Was haben wir jetzt? 15 Uhr ist das hier. Ah, schauen wir mal eine 15 Uhr rein, damit da die Zeitrelation wieder passt. Ah, ne, sieht immer noch gut aus. 22% ist schön. So,
Ja, gut, wir speichern es ab. Ich springe das dann immer mal rüber hier, diese Tabelle. Wir ziehen mal inzwischen schon eine neue rein, damit es dann schneller zu übertragen geht. So, da brauchen wir dann bloß noch beim nächsten Mal hier die Tabelle wieder rauskramen. Geht. So, weiter geht's. Was ist hier los? Tja, was machen wir denn jetzt hier? Das ist ja Müll. Da ist also hier, während ich gequatscht habe, wieder runtergelaufen. Ach, naja. Es ist es tief, ne? Hier die verlängerte Linie. Dass aber jetzt hier nicht irgendwelchen Mist baut, gehe ich jetzt hier mal, wo sind wir jetzt hier? Im S&P mit 40 Kontakten in hier rein und kaufe auch gleich noch hier eine. Also ich mache beides. Warum mache ich beides? Na, weil ich beim Hochlaufen ungefähr bis hierher die hier oben löschen will ohne Verlust. Und trotzdem will ich den Gewinn nach unten mitnehmen. Ja, ich weiß aber, dass er nicht weiter nach unten laufen will, aber ja schon im übergeordneten Trend. Guck mal wieder rein in den Stundenchart. Vergleichsweise unten liegen, also die. Ja, gut, man könnte doch spekulieren, dass er jetzt hier runter marschiert. Und das ist ja natürlich heftig. Im S&P liegen wir oben. Das ist ja interessant. Hier liegen wir unten. Stundenchart, Stundenchart. Interessant. Gut, also haben wir hier im S&P Bodenfreiheit. Oh ja, na gut, okay, wenn man das weiß, kann man ja sich entsprechend darauf einrichten. Das heißt, wir müssten gucken, ob wir diese Position oben noch irgendwie glattgestellt kriegen. Dazu müssten wir natürlich mal eine Minute schalten, damit wir sehen, wann wir was tun müssen. Da ist noch nicht aus dem Spread raus, der auch nicht. Das ist klar, ne? Die rote und die grüne liegt hinter dem aktuellen Kurs. 20 Euro ist der Spread breit. Ja, und das vier oder fünfmal übereinander gelegt, sind wir hier oben. Ne? Jetzt wäre interessant, was hier passiert. Hier würde ich erwarten, dass jetzt grüne Kerze kommt als nächstes. Das heißt, ich müsste meine Kaufposition hier nochmal aufstocken, weil ich nicht weiß, wie hoch er läuft. Ja? Damit er aber hier auf der Hälfte mir den möglichen, es läuft dann natürlich hier unten, da müsste ich vielleicht nochmal unten absichern. Ne. Will da ja wirklich noch was tun? Ja, na, noch ein kleines Hilfsmittel. Ich werde mal hier ein bisschen absichern müssen. Hier, das kommt auch manchmal vor, ich zeige es mal gleich. Und zwar, malt euch, wenn ihr hier macht, immer hier unten in dem MACD auch eine Linie rein. Nämlich genau an das Minimum. Warum? Ja, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass diese Linie hier an der Stelle dreht. Nämlich wenn der hier runterkommt. Und zwar bei ähnlicher Ausprägung. Also die hier, die schon so schwach ankommen, die wird das jetzt nicht machen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Fläche unter dieser Kurve ist das Handelsvolumen, was hier in dem Instrument vorhanden ist. Also, wenn man die Fläche oberhalb und die Fläche unterhalb überall zusammen addiert, kommt 0 raus. Vorzeichen richtig. Unten Minus und Plus. Da wir jetzt relativ viele Minus haben, hier, hier, hier und hier, sammelt sich natürlich alles im Verkaufen. Ja? So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer längeren Zeit, also ich sage jetzt wirklich längeren Zeit, sich die dann hier oben wiederfinden, ist natürlich groß. Warum ist es groß? Na, weil sonst, haben wir das heute Nachmittag oder Vormittag schon mal gesagt, würde ja bedeuten, dass der S&P insgesamt absolut nach unten kracht. Und zwar richtig heftig. Passiert nicht. Ne? Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier wieder nach oben laufe, groß. So, und wenn er hier schon wieder einen ausgebildet hat, dann mache ich die einfach mal zu, egal ob es jetzt ein Verlust ist oder nicht. Weil ich nicht glaube, dass er hier noch große Aktionen vorhat. Ich mache auch die nochmal zu. Habe also jetzt alle Verkaufspositionen geschlossen. Und kaufen wir jetzt hier nochmal rein. Also
Wenn es hier eine Negativkurve ist, dann habe ich auch schon meine zwei grünen Kanten, die ich brauche. Und da ist die Chance groß, dass er wenigstens bisher herläuft, dann ist diese hier in Gewinnkrieg. Ja, ich werde natürlich ja nicht weiter hoch kaufen wollen, weil wenn ich hier gucke, doch eine leichte Negativtendenz da ist. Ziel ist natürlich 14.900 als Gewinn. Habe ich vor. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Wenn er anfängt, hier hochzulaufen und zu drehen, werde ich natürlich noch wieder nach unten kaufen, aber jetzt erstmal habe ich das nicht vor. Keine schöne Situation hier, gebe ich zu, aber wenn man genau hinguckt und die Kante hier ran schiebt, die hier ran schiebt, dann sieht das Ding aus wie das. Bloß eben in einer tieferen Position. Also ist zu erwarten, dass diese Strecke hinten rankommt. Und da bin ich doch ungefähr hier. Wenn ich hier bin, habe ich die Position doch auch gerettet. Ja? Das ist das, was jetzt dahinter steckt. Also muss ich immer gucken. Das ist also eine Aktion, da ist er runtergefallen und die Marktteilnehmer haben jetzt hier die Position geschlossen bzw. sind hier in Kaufen gegangen. Trotzdem hatten welche in höheren Zeitebenen immer noch Verkaufenpositionen. Das ist das hier. Wenn man sich das jetzt hier vorne ranrückt und das hier vorne ranrückt, sieht man ja, dass die Kurve hierher gegangen wäre. Ja? Also nicht die Zacken reinrücken, sondern hier die Unterkante. Hier an der Stelle. Hier. So, wenn ich das hier hinten ransetze, wo es keine Unterbrechung gegeben hat, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich das zusammenschiebe, also das hier zu dem, das Stück, hier hinten ran, auf diese Höhe reicht. Ja? Ein bisschen Augenmaß. So, und das würde ich jetzt erwarten, dass das jetzt hier passiert. Wenn es einen doppelten Boden gibt, kennen wir ja schon, haben wir aufgrund der stark nach unten zeigenden gelben hier im MACD den Nachteil, dass er dann hier nochmal das zweite Tief tiefer ausbildet. Da müssten wir uns dann nochmal mit einer Gegenposition absichern, dass nichts passiert. Wenn er dann wieder zurückkehrt, ist ja dann wieder gut. Ne? Allzu tief möchte aber hier nicht kommen, dann müsste ich mir überlegen, was ich mit der obersten Position mache. Naja gut, der S&P ist halt nicht so profitabel wie der DAX, liegt an einem großen Spread und auch ja, ist zwar auch schnell unterwegs, also viel Bewegung drin, aber die Bewegung absolut, also wir sind ja nur im Bereich 25 Punkte hier, ne? Das hier sind 25 Punkte, das ist nur nichts. Wenn ich hier im DAX reingucke, habe ich hier Bewegungen im 1 Minuten, hier, und da bin ich auch bei 2.500, ne? Das ist eine ganz andere Größenordnung hier. Da kann ich natürlich viel besseren Umsatz machen wie hier, aber ich will natürlich S&P auch mal zeigen. So, naja gut, dann machen wir was anderes. Der DAX ist noch nicht fertig unten. Ne? Wir sehen ja hier, ich zeichne mal hier mal ein. Wir müssen also noch bisher her, bevor der hier wieder nach oben will. Und dann würde ich hier natürlich ordentlich reinkaufen und dann könnte ich selbst das, wenn das hier völlig schief geht, in dem Gesamtgewinn schließen. Ist ja auch okay. Aber so schnell gebe ich ja nie auf, ne? Mach ich nicht. Wir kämpfen dann schon noch ein bisschen. So, wir haben eine blaue Kerze. Wir haben eine wendende blaue MACD-Linie. Hier und hier. So, haben wir einen Radius? Ne, der Radius sieht nicht aus, da will ja her. Hier an die Stelle. Na. Jetzt ist die Frage: Machen wir hier was oder machen wir nicht? Oder lassen wir den einfach hochlaufen? Ich lasse ihn hochlaufen. Gut. Hat sich schon erledigt, die Entscheidung. Er läuft in meine Richtung. Was macht der DAX? Der DAX kratzt. Warum habe ich ja nur 10 Kontakte? Achso, zweimal reinkaufen. Gut. Hat geklappt. So, jetzt gucke ich mir das hier an. Ich würde jetzt nach unten absichern wollen. Den DAX zumindest, weil der doch ganz schön groß ist. Stop-Loss rein.
Ich denke mal, müssten wir schon haben. Den Tausender müssen wir hier mal riskieren, das nützt alles nichts. Eventuell muss ich dann noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Aber wir sind ja hier mit jeweils 10 Kontakten am Werkeln. Da muss man schon mal ein bisschen sportlich sein. Es geht nicht anders. Warte mal, wie weit ist. Oh, da ist er weit unten. Ne, das machen wir nicht. Ich setze mal hierher. Das muss lang. So, wie viel haben wir jetzt? Dass man das schon mal wieder mal ein bisschen Gefühl kriegt dafür. Ja, 500 Euro ist okay. Also in der Größenordnung Margin. Sieht gut aus. Ne? Das ist am Köcheln hier, funktioniert. Hier sieht es auch gut aus. Der erste ist schon raus. Jetzt ist die Frage, wie weit läuft er? Ich würde sagen, wieder die 75% Regel nehmen wir hier wieder. Horizontale Linie rein. An die Unterseite. Bis er her läuft er, dann können wir die eigentlich wegklicken hier. Ja. Da ist die Chance, dass er an der Mittellinie wendet. Ja, jetzt geht es schon los hier. Ich klicke die jetzt mal weg. Ich weiß, dass man das nicht macht, aber ich will erstmal die Kaufenposition hier etwas verringern. Jetzt habe ich natürlich ja mein DAX gegrillt. Naja, gut, okay. Wir sind jetzt aber eigentlich schon wieder auf dem alten Level. Wenn man das hier noch wegbügeln könnte. Ich muss auch schon mal wieder gucken, was mein DAX hier tut. Was macht er denn hier? Ich sehe was. Seht ihr auch was? Das hier sehe ich, das hier sehe ich, das hier sehe ich. Und ich sehe lange rote Abwärtstrends. Ja, das riecht ja nach Radiusbildung. Also hier geht es munter. Warum? Ja, weil der S&P eben auch hier wieder im Abwärtstrend liegt. Und es war eine gute Idee, das hier wegzulöschen. Jetzt ist die Frage, tue ich den hier oben weg oder gehe ich jetzt gleich erstmal in Verkauf? Ich lösche die mal raus hier oben. Die 80 Euro stören mich jetzt hier. So, ich bin jetzt hier am Verkaufen im S&P. Und wir wollen jetzt hier, also Ziel ist die 14.900. Also die 800 haben wir jetzt fast erreicht. Die 900 ist jetzt unser Ziel. Also die schiefgegangene Trading-Geschichte, die haben wir jetzt im Prinzip als ausgeglichen. Das sind jetzt nur die Spreads, die jetzt hier drin stehen. Wir müssen aber noch Gewinn machen. Wenigstens noch 100 Euro. Jetzt müssen es 180 ungefähr, brauchen wir jetzt noch. Na gut, das ist ja nicht hinzukriegen. Hier kratzt er oben an. Hier kratzt er auch an. Also hier könnten wir mit unserer Abwärtsidee Glück haben. Warum habe ich den hier oben rausgelöscht? Oder eine oder andere sich fragen. Na ja, gut, wenn ich die große Wahrscheinlichkeit sehe, dass er abwärts geht, dann würde er doch nach dieser Strecke die 80 Euro von hier oben noch dazulegen. Also kann ich sie auch gleich rauslöschen. Ja, das ist die Idee. Es wird nicht besser. Wenn der hier runterläuft, macht der hier oben nochmal 80 Miese. Also kann ich mir die 80 Miesen hier oben rausnehmen und dann lieber mit einer geringeren Positionsgröße nochmal in die Gegenrichtung was unternehmen. Ja, da habe ich die 80 Euro in einer Stunde später auch wieder rein und habe hier nicht so ein Risiko. Weil ich muss immer auf meinen Markt-Trend-Indikator aufpassen. Der darf nicht in den kritischen Bereich unter 80. Also kann ich die Position, die 80 hier oben, die drücken wir einfach in Skat. Wir haben heute über, wissen wir, 2.500 gemacht und 2.500 Euro, das sind 80 Euro Verlust, das ist einfach nur lächerlich. So, und wir haben auch recht, ja, dass die Strategie richtig war. So. Also 30 haben wir jetzt schon an der Kante verdient hier an einem Stück. So, wie sieht es hier aus? 10 Minuten Video haben wir noch. Unser DAX will nach oben. Aber wie gesagt, will der DAX nach oben und der S&P nach unten, dann ist diese Strecke nicht sehr hoch. Das heißt,
Sobald er sich oben rausgewagt hat, gehe ich hier in Verkaufen. Und zwar genau, wenn er diese Strecke zurückgelegt hat. Hier. Und jetzt. So. Ja, er wird noch ein bisschen anstechen dort, aber wir lassen das einfach mal so. Weil ich denke mal, da wird sehr schnell die Luft raus sein. Ja, und hier sieht man schon, das wird also ein doppelter Boden. Und doppelter Boden heißt, wir landen hier. Ich kann eigentlich schon die Linie einmalen. Hier wollen wir hin. Ja. Alte Regel, doppelter Boden bildet sich aus, wenn diese Linie weit unten liegt und es mit wenig Schwung hochgeht. Ja, das ist die Regel. Das heißt, der Radius erzeugt hier nochmal genauso ein Ding, wie wir hier haben. Landen wir hier. Und das hier bildet einen doppelten Boden aus, bedeutet, der läuft hier rein. Also, Regel, wenn das 75% sind, ist das 100%. So kann man das abschätzen, dass wir hier ungefähr hier unten landen. So, ich habe keine Kaufpositionen mehr drin. Alles, was jetzt noch dazu kommt, sind alles Gewinne. Ja, gut. Notaus habe ich hier. Wenn euer ganz großer Mist passiert, muss ich dann hier das alles schließen. So, das Ziel des sächsischen Teils ist, wir wollen auf die 14.900 hoch. Hier. Wenn wir es schaffen auf 15, bin ich auch zufrieden. Ja. So. Man darf natürlich hier nicht gierig sein und hier nur mit riesengroßen Positionsgrößen hantieren. Wir sind aber noch im, ja, 16% Risikobereich. Hier an der Stelle ist alles noch warm und kuschelig. Und er tut uns den Gefallen, dass er nach unten läuft. Hatte ich mir auch so gedacht. Hier angekratzt, jetzt geht's runter. So, und unser Kursziel liegt hier, weil wir in der gelben Linie stark im MACD in Minus liegen. Also läuft er hier. Hier und dann macht er hier hoch und da kann ich hier mit gutem Gewissen kaufen kommen. Warum? Ja, weil die Summe aller Verkäufe muss auf der anderen Seite wieder Käufer anlocken. Weil wenn ich immer weiter verkaufe, sinkt der Preis und das lockt natürlich die Käufer in den Markt. Und die kaufen natürlich genau an der zweiten Stelle unten. Und da sehen wir auch schon unsere lange Kerze. Wir haben auch schon unser Projektziel erreicht. Wir sind schon bei 14,9. Aber ich lege ja gerne noch ein Hunderter drauf. Also gehen wir an auf 1500 hoch. Also 14, nee, 15.000. Entschuldigung. Na, 15.000 ist ja mal ein neues Projekt. Geht. Also, wie kriegen wir das hin? 15.000. Müssen wir hier mal gucken, was unser DAX loslässt. Der DAX will hier nicht fallen. Ja, warte, keine Chance. Hier geht er flach. Ne? So, da ist ja bei Zeiten die Luft raus. Hier passiert also auch das Gleiche. Ich zeige mal hier wieder das Kursziel ein für den doppelten Boden. Das Stück sind 75%, 25 kommt nach unten ran, ist das Kursziel hier. 0%, 75%, 100%. Ja, also hätten wir den gerne hier. Wenn er hier runtergelaufen ist, da sind wir deutlich über 15.000. Mal sehen, ob das so funktioniert. Die Chancen stehen gut. Also wenn wir jetzt bei 15.000 Gewinn sind, schließe ich ja das Ding. Ne? Also da müssen wir das jetzt nicht ewig ausdehnen. Macht Spaß, ne? Auf jeden Fall. So, ich denke mal, dass ihr euch hier nicht gelangweilt habt. Und euch das hier Spaß macht und ihr auch selber mal versucht, ein bisschen ein paar Strategien zu überlegen, die wichtigsten Tipps und Kniffe, wie man mit diesen drei Indikatoren gute Vorhersagen trifft, habe ich euch ja mitgegeben. Dass da hier ein blauer ist, ne? Hier ein blauer und hier ein blauer, das hängt einfach damit zusammen, die haben hier gewackelt und das haben die anderen natürlich gesehen. Da kommt natürlich auch mal kurz eine blaue Kerze. Aber unser Ziel ist hier unten. Oder die 15.000. Da sind noch 75 Euro von unserem erweiterten Kursziel weg. Nachsteck.
Faszinierend, ne? Ja, komm. Und zack. Und sehen, ob es geklappt hat. Ach. So, ich mache das Video mal zu. Mehr passiert das erstmal nicht.